Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen nämlich... Ich muss mal was nachgucken. Profilmanager. Laden. Hackbei. Hat der echt das L weggehauen? Das ist ja frech. Löschen. Jawohl. So, jetzt erstellen wir uns einmal ein neues Profil. Und zwar heißen wir Corny. Ist ja klar, ne? Profil Corny. So, und ja, wir spielen Need for Speed Underground 2. Ein etwas älteres Game schon. Wie man sehen kann, maximale Auflösung sind 1280x1024. Die Teilstufe habe ich einfach mal auf Maximum gestellt und habe hier so ein bisschen rumgebastelt in den Optionen. Ich hoffe, dass mein Computer das alles packt. Müsste aber eigentlich. Und zwar spielen wir eine Karriere. Ich hatte das auf meinem alten Channel schon mal als Let's Test angefangen. Haben jetzt aber überlegt, ich hatte voll Bock wieder zu zocken. Und deshalb habe ich mir gedacht, fangen wir eine neue Karriere an und los geht es. Gefällst uns? In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her, her. Hallo? Hallo? Alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Ich dachte, ein Neuanfang wäre dir recht. Mach den Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen, er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht. Viel Glück, wir sehen uns. Yo, das war das Intro. Jetzt kommt der Ladebalken. Das ist übrigens Rachel auf dem Bild. Hey, alles klar? Ich bin Rachel, Samanthas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Geile Mühle. So, ich muss einmal kurz noch in die Optionen und da was einstellen. Irgendwie sieht das nicht alles so flach aus, die Karre. Und, ja, ich mache kurz eine Aufnahmepause, um die Auflösung nochmal ein bisschen anzupassen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt einmal noch ein bisschen was an den Einstellungen rumgebastelt. Ich hoffe, es ruckelt. Fängt jetzt nicht an zu ruckeln. Ich habe jetzt nochmal Kantenglättung eingemacht und habe die Auflösung aber bei 1280x1024 gelassen. Weil das liegt eben daran, nur dann kann man eben Kantenglättung nutzen. Und jetzt muss ich noch was nachgucken. Das passt, das passt, das passt, das passt, das passt, das passt. Spieler, ich weiß nicht mehr genau. Hier, genau. Getriebe spielen wir als manuell, ja.
weil ich es lieber mag, muss ich sagen. Und dann muss ich noch etwas umstellen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hier konnte. Ich glaube, das ging nur im Hauptmenü, oder? Fuck, ey, wie ging das? Feedback. Ich weiß nicht mehr, wie man hochschalten konnte. Ich gucke einfach mal, ob wir es finden. Ja. Ansonsten. So, jetzt geht's ja erstmal weiter. Was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Willkommen. Moment, jetzt ist die Musik zu laut, ja. Man merkt, das ist eben ein. Muss man erstmal einstellen. Ich habe es eben vorher noch nicht gespielt oder angezockt. Machen einfach mal Gesamtlautstärke ein bisschen runter. Ein Blick auf die Minikarte. Ja, so ist besser. Einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Ja, das geht von der Lautstärke, würde ich mal sagen. Ja, hier eben unser Kurzmitteilungssystem, SMS-Anleitung, bla 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 bla, je nach Information sind verschiedene Farben. Das weiß ich alles schon, ist eben nur bla bla. Pling, Karrierestart ist ein Fortschritt. Herzlichen Glückwunsch. Yo, Rachel, ich hab hier ein paar Infos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schick dir die Location. Wir sehen uns. Okay, also die Schaltung gefällt mir schon mal nicht, muss ich ja mal sagen. Geht gut los, Leute, ne? Merkt man gleich hier. Rückspiegel ein, Tachoeinheit, jawohl, jawohl, jawohl. Aber man musste, glaube ich, wirklich ins Hauptmenü zurück, um die Steuerung zu verändern. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, die ich an dem Spiel schon mal gleich als negativ sage, ja. So, wir gucken jetzt einmal kurz hier. Bla bla bla. Nein. Optionen. Gameplay war das. Nee, Steuerung. Hier. Hochschalten. Hätte ich bitte auf R und runterschalten bitte auf E. Handbremse, Leertaste, Gas geben, Nitro-Einspritzung, Steuerung. Gar nicht Shift. Kamera kann so bleiben, zurückblicken, und kommt mal zurückblicken kommt auf W, Rennen, Shop betreten, Enter, das machen wir, Weltkarte M, Tabulator SMS lesen, das stimmt auch, da machen wir P hin, Hydraulik ausfahren, H auf jeden Fall, oder Z, Z ist sogar noch besser, J oder U, ja das geht auch, ja. Alles klar, gut, dann ja, einmal kurz hier alles einstellen, Karriere fortsetzen, weiter geht's. Keine Ahnung, wo wir jetzt starten. Wird sich jetzt zeigen, würde ich mal sagen. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt in der ersten Aufnahme erstmal die erste bla 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 Rundkurs. Na, das nehmen wir doch, ne? Nee, Moment, jetzt muss ich hier unten ein GPS aktivieren. Ach, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück. Auf jeden, ja, Junge. Ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schicke dir die Location. Wir sehen uns. Ja, wie man vielleicht merkt, ich fahre mit manueller Steuerung. Mega Low Parts. Das ist wegen Tuning Shop. Und was war das andere gerade? Okay. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Halt mal den Ballflachkumpel. Ach, halt die Fresse da. Wir fahren jetzt hier ein Rennen. Wenn du mit dem Auto rumfährst, heißt das gar nichts. Wirf deine Kohle rüber und tritt an. Keine Gnade. Wir sehen uns an der Ziellinie. Bin am Start, Junge. Ab geht die Luzi. Oh, mal gucken, was die so können. Nix können die. Seht ihr das, wie lahm die sind? Selbst wenn die Nitro reinhauen, ziehe ich die ab, die Luschen. Liegt bestimmt auch gar nicht daran, dass die Kamera wie irgendwie so ein... wie festgeklebt auf dem Asphalt sitzt, ey. Und ja, was ich bei Need for Speed einfach am geilsten finde, ist einfach immer noch die Musik, ja. Muss man einfach sagen. Und hier mit so einem geilen Sechsganggetriebe lang zu juckeln, das macht schon Fun. Clear! Ja, momentan zocke ich noch mit Tastatur, wie man vielleicht gerade auch beim bei der Steuerung gesehen hat. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Also ich
werde jetzt demnächst meinen Controller mal anschließen, damit ich mit Gamepad zocken kann. Uhuhu. Ja, machen wir hier locker. Seht ihr das hier? Was für ein Vorsprung. Wir haben hier 5,5 Sekunden. Das waren dann die 5,5 Sekunden. Ist kein Kratzer drin. Das sieht nur so aus. Da ist nichts drin. Der Wagen ist komplett neu. Der Wagen geht echt gut ab, sage ich euch. Wie viele Runden muss ich eigentlich fahren? Ich glaube 2, ne? Alter, geht der ab, der Wagen. Ja, und ich fahre mit manueller Schaltung lieber, weil finde ich geiler, macht mehr Spaß auf jeden Fall. Und außerdem kann man dann, kommt gerade später, wenn man ein Stadtrennen fährt, so was Schönes wie die Motorbremse benutzen, was ich jetzt auch gerade gemacht habe. Ups, da wollte ich gar nicht lang. Na egal, fahren wir hier wieder hoch. Womit man dann sich schon deutlich besser auf Kurven vorbereiten kann. Und einmal Motorbremse reingehauen mit ein bisschen Zusatzbremsung. Das geht voll fit, sag ich euch. Da habe ich nicht drin gepackt, ne? Ja, okay. Muss noch mal kurz gucken. Alter, die hat aber auch einen geilen Wagen, ey. Wuhuhu! Ja, so muss das, Leute, ja. Das wird, glaube ich, ein ziemlich witziges LP. Einfach, weil ich eigentlich, also ich habe das Spiel schon, ich glaube, 5-mal durchgespielt oder so. Aber ich spiele es immer wieder, weil es einfach geil ist, ja. Ich habe damals, habe ich mit einem Kumpel total viel Hot Pursuit 2 gespielt, für alle, die es von euch kennen, ja. Ist ja eigentlich Gaming-Klassiker hier. So! 3 Minuten 11, ne? Geht fit, würde ich sagen. 200 Gold, 300 Rufpunkte. Haben wir gemacht, ne? Haben wir gewonnen. So. Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren, oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Nicht? Ich würde dich aber gerne für die ganze Nacht nehmen, Alter. Arrr. So, ich weiß leider immer noch nicht, wie man jetzt von hier... Darüber kann ich es noch nicht ausschalten. Ich weiß nicht, wie ich das GPS von hier aus anmachen kann. Muss ich immer die Maus nehmen und dann hier GPS? Ja. So, schon gleich ein bisschen Kohle in der Tasche. Ne? Und jetzt würde ich sagen, geht halt erstmal ab hier. Holen wir uns noch den Sprint da hinten. Fahren auch noch nach Hause, das Ding. Ja, ne? Motorbremse eben hier, ne? So, perfekt geparkt, würde ich mal sagen. Jetzt gucken wir noch kurz nach. Was kann das hier? Ändern der Lenkung. Entsprechend an der Vorliebe unter Spieler eine Option im Pausenmenü einstellen. Wechsel zwischen den verschiedenen Einstellungen. Auch nicht. Einer der besten Tuning-Shops findet sich in El Norte. Suchen nach einem blauen Licht vor der Einfahrt zum Parkplatz. Alles klar. Was machst du denn da in Rachels Wagen? Ach, du bist der Typ, von dem ich schon gehört habe. Dann wollen wir dich mal standesgemäß begrüßen. Die Karte zeigt dir den Weg. Straighter Sprint. Wir sehen uns im Ziel. Ja, Strider sprinten. Man sieht, es geht ein bisschen durch die Stadt und da wird jetzt wahrscheinlich gleich auch die Motorbremse mal zum Einsatz kommen, hoffentlich. Weil das bringt schon einiges. Ja, muss ich schon sagen. Ich hoffe ja, dass YouTube mir keinen Strich durch die Rechnung macht und sagt, wir dürfen die Musik leider nicht zeigen. Ja, der erste Wagen wird wahrscheinlich wieder ein geiler Peugeot werden. Ja, und dadurch, wenn man Motorbremse benutzt, kann man eben mit deutlich mehr Speed in die Kurven gehen, finde ich. Anstatt, wenn man vorher einmal so mega knackig abbremst. Ja, und außerdem habe ich danach dann direkt wieder den richtigen Gang und mein Getriebe rödelt dann nicht erst noch so rum. Alter, ich fahre ja richtig scheiße. Heilige Scheiße, das muss auch noch besser werden. Also so kann ich nachher keine Rennen fahren. Für gewöhnlich kann ich das eigentlich.
Also ich meine, ich habe das Spiel ja nicht umsonst schon irgendwie 5-mal durch, ne? Aber...